Auch Otto der Reiche hatte sich entsprechend verkleidet zur diesjährigen Schlüsselübergabe des Freiberger Karnevalsclubs. Das Motto der mittlerweile 36. Saison lautete: Ritter, Gaukler, Stadtverwalter, Freiberg wie im Mittelalter. Das diesjährige Prinzenpaar Melanie und Marco kam traditionell mit einer weißen Kutsche vorgefahren, um den Stadtschlüssel entgegenzunehmen. Doch zuvor gab es noch eine Ansprache zur Lage in Freiberg. Wir, Melanie die Erste und Marco der Erste, begrüßen die riesig gewaltige Zuschauerzahl und durch Social Media sogar noch mehr als letztes Jahr. Wir beide hoffen, ihr seid gesund und heiter, denn der Karneval geht beim FKK weiter. Natürlich haben wir ein neues Motto, dank Corona, aber nicht unterm Otto. Ritter, Gaukler, Stadtverwalter, Freiberg wie im Mittelalter. Glücki, glücki, auf, auf! Habt ihr's gehört? Wisst ihr Bescheid? Jetzt ist es auch in Freiberg soweit. Der BER in Berlin hat es vorgemacht und das erste Flugzeug in die Luft gebracht. Die Umgehungsstraße in Freiberg ist auch bald gebaut. Das ist gleich das nächste Projekt nach der Pkw-Maut. Nee, war nur Spaß. Wir nehmen euch nur auf die Schippe. Fertig ist am Soldatenteich höchstens die Wippe. Ritter, Gaukler, Stadtverwalter, Freiberg wie im Mittelalter. Glücki, glücki, auf, auf! Neben dem Tivoli soll ein neues Hotel entstehen. Die Partygäste können sogleich ins Bettchen gehen. Ein neues Hotel, aber bitte nicht zu klein. Ein richtiges Hochhaus sollte es schon sein. Da kann man hier auch den G7-Gipfel ausrichten. Und über Freiberg wird die ganze Welt berichten. Ein Marketing ganz im Sinne der Stadt. Hoffentlich macht man die Hoteliers nicht platt. Ritter, Gaukler, Stadtverwalter, Freiberg wie im Mittelalter. Glücki, glücki, auf, auf! Auch am Herderhaus verschwindet der Kran. Dafür haben wir jetzt eine neue Eisenbahn. Sie fährt die Touristen dann kreuz und quer viel besser als der öffentliche Personennahverkehr. So kommt man zu den Sehenswürdigkeiten Stück für Stück. Und der Clou daran ist, man kommt auch wieder zurück. Ihr denkt vielleicht, wir sind verrückt. Doch wer am Rand von Freiberg wohnt, der ist nicht so verzückt. Bürgermeister Sven Krüger war diesmal sichtlich erleichtert, den Stadtschlüssel in dieser schwierigen Zeit abzugeben. Man sieht ja, man kann sich gegen das Virus schützen und das ist dann die nächste Eskalationsstufe. Nach der Massenpflicht kommt die Anschutzpflicht. Ich denke, wir sollten ein Stück weit unseren Humor nicht verlieren und das war Sinn und Zweck der heutigen Schlüsselübergabe. Ich bin selten so froh, wie dieses Jahr den Schlüssel endlich abgeben zu können. Der Freiberger Karnevalclub wollte seinen Fans, seinen treuen Anhängern zeigen, dass auch in einer schwierigen Zeit ein Karneval da ist und vor allen Dingen auch Humor verbreiten kann. Wir wollen einfach mit den Bürgern trotzdem den Karneval feiern, auch im kleinen Rahmen, wenn es uns möglich ist, bis zu bestimmten Punkten. Die Unterstützung der Stadt ist dabei eine ganz wichtige Sache, aber ich denke mal, auch der Frohsinn darf der Stadt nicht verloren gehen. In diesem Sinne, glücki glücki, auf auf!